Bist du bereit, heute richtig auszurasten? Mein positiver Test war sensitiv. Das Das habe Bier ich. ging auf den Nacken eines fetten Inzestlers. Ja, wir haben nämlich gerade Bier ausgeschenkt und das habe ich hier in die Hand gedrückt bekommen. Das ist Nee, sogar kühl. nee, nee, nicht Bier, Freibier. Das schmeckt nämlich viel besser, habe ich gehört. Oh. Ich bin ein Biber. Also ich will mir jetzt im Prinzip nicht wie mal ausrasten, sondern Ich bin kein Biber. wie wir einfach wie die letzten Assis vorsaufen, weil wir nicht so viel Geld im Atelier lassen wollen. Und ja, deswegen haben wir hier diesen Mist mit. Aber naja, es ist halt, ja, was will man sonst am Wochenende machen? Was Vernünftiges? Also ich wüsste jetzt nie, was vernünftiger sein sollte als das. Fuck, meine Wand. So, das ist unser. Mammel! So, ach Scheiße, wir bräuchten eigentlich einen Beutel. Ich hab einen Eimer. Einen Eimer? Aber wir müssen den leeren. Können wir erstmal Was? hier raus, bitte? Ja. Ich hab nämlich auch eine So. Brühe. So, das sind meine heutigen Socken, die ich präsentieren werde. Also bitte mal die Boxschuhe filmen, das ist wichtig, wirklich. Ja, auf jeden Fall. So, Wichtig. genau, damit werden wir uns jetzt hier die Leiber füllen. Kann ich das mit bitte öffnen? Ja, doch. Danke. Komm. So, ich kann aber jetzt nicht so hastig ächzen, weil ich letzte Woche eine Magenschleimhautentzündung hatte. Und Diese die. Woche. Ja, und. Ja, und. Da kannst halt nicht so heftig ächzen. Da musst du ein bisschen langsamer ächzen. Ist das krank? Wir sterben mit 35. Ja, so lange dauert es nicht mehr. Ja. So, heute mal ein bisschen sachte. Das meine ich schon mit Ausrasten, weil dieses stechende Magen, das ist einfach nur ekelhaft. Sonst habe ich halt nur Magenkrämpfe, aber diesmal war es so richtiges Stechen. Man hat die ganze Zeit so ein Völlegefühl und mir war schlecht. Die Frauen haben es lustig gefunden. Die wollen alle mal nuckeln. Glaub mir, die wollen alle mal nuckeln. Davon gehe ich aus. Ja, die wollen nicht nur nuckeln, die wollen deine Zunge tief in ihrem Arschloch. So tief es nur geht. Hurensohn, dass er eine Million nicht ist. Hurensohn! Wer hat noch nicht gefickt hat. Oder gewichst. Oder seine eigene Hand geschissen. Die alte Story nochmal erzählen, Bruder, auf Ehre. Hast du mir in die eigene Hand geschissen und damit gewichst? Wann hast du damit gedacht? Und meine Kunstlehrerin. Ich wollte ihr ein Kunstprojekt präsentieren. Deswegen habe ich es auch aufgenommen und ihr gezeigt. Da war ich noch sehr jung. Wie jung genau? Ich habe aber leider keine Eins dafür bekommen. Wie jung genau? Oh. Ist selbstverständlich. Danke. Kennst du Jonas? Wo du mal gesagt hast, der Geilste, der Jonas ist der Geilste. Könnt ihr euch daran erinnern? Sportsfreund. Komm mal her, greif zu. Komm, greif zu. Greif doch mal zu. Greif jetzt mal zu, wir haben ja genug. Los, greif. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt greif doch mal zu. Hier, jetzt greif doch mal zu, Mensch. So viel haben wir Oh, hier. danke, Mann. Ich will sehen, wie du das säufst. Hier durch. Na komm. Na meine Fresse. Na los. Seid ihr heute auch mit dem Artium? Oh, au, au. Ja. Das Seid ihr heute auch mit dem Artium? Einheitsmaterial, die Männer. Na, warte mal, jetzt muss ich das Handy. Geil, danke. Na, noch einen. Und dann beantworte ich ihm erstmal die Frage, aber erstmal hinterkippen. Ja. Na, hallo. Und? Mittlerweile glaube ich vielleicht. Also könnt ihr die Frage erstmal ein drittes Mal beantworten? Na dann los. Na komm. Na komm. Einer. So. Einer. Das ist unser Junggesellenabschied.
Ja, seid ihr heute auch mit dem Artium? Vielleicht, wird immer wahrscheinlicher. Na, komm, hinter damit, na du auch noch, komm jetzt sicher. Jetzt reicht's mal langsam. Jetzt bin ich langsam mit den Geduldsfaden am Ende. So, noch ein Vierter, noch ein Vierter. Nee, wir machen jetzt los. Wie viel? Das sind definitiv keine Simpsons-Farben. Gefällt mir. Bist du sicher? Na doch. Habe ich's gesagt, ich habe dein Auge dafür. So. Jetzt gönn ich mir auch noch was. So, was haben wir denn hier? Fußballmist. Segne euch, Brüder, im Geiste, Kampf! Bitte nicht in den Eimer! Wow, wow. Ja, okay. Also, Junge, mit dem Video verköstigen, meine Schwester steht so. Was? Hier steht bitte im Video verköstigen. Bitte die leeren Flaschen noch nicht in den Eimer. Oh, hier war irgendwas drin. Da war irgendwas drin. Ein Flümli. Nee. Nee? Max. Kampf! Oh, ja, egal, komm her. Noch ein. Noch ein. Nee, ich kann mich nicht entspannen. Wollen wir erst mal essen? Ich kann mich nicht entspannen. Es geht einfach nicht, ich muss mal saufen. Das wird ein guter Abend, ich hab's im Harren. Oh, komm, noch ein. Klopfer. Was steht jetzt hier? Im Video verköstigen meine Schwester. Rein damit hier. Rainier Wolfcastle. Wir waren nämlich alle nicht jünger. Doch. Deswegen sauf ich, weil ich nicht mehr jünger werde. Es geht nicht auf. Oh. Ist das alles nass? Fuck! Tja, wie kriegst du es die Packung auf? Ich hab eine Idee. Ja. Oh ja, danke, danke. Nein, ganz entspannt. Ich will das wirklich noch verspeisen. Genau, das hatte ich ja vor. War das dein Plan? Ja. Nein, das war nicht der Plan. Bin ich mir ganz sicher. Guck dir das da mal an. Das ist eine Köstlichkeit. Schmackofatius. Ein schöner Paar hier an. Ich will das ficken. So, wir warten jetzt in ein paar Minuten auf den Bus. Bis dahin werden sich ein paar Klopfer gegönnt. Was ist denn das für eine Flagge? Ja, da hinten kommt er. Oh, da kommt er. So, warte. So. So, wir sind jetzt im ranzigen Bus. Das sind meine ranzigen Beine. Pansenbeen. Ich bin sehr eng mit diesem Mann verbunden. Der Sonnenuntergang in Baden-Württemberg ist atemberaubend schön. Ich trage immer noch den Rotz mit mir rum. So, die Leute waren hier mit dem Bus. Die waren. Wie bitte? Ja, das sind die Männer vom Bier. Die haben uns so zugelötet schon. Was wieder. Was für ein Bier? Die waren von beim Freibier schon dabei. Kannst du mir das mal öffnen, bitte? So. Kampf, den Fahrradfahrer! U└².└��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 ► Fahrradfahrer, vielen Mastfick, jawohl. Ne, das hat der Schender doch gerne, wenn es schön über die Hand läuft. Ja, gehst du mal bitte mal Feuer wieder? Ja, geh mal bitte mal Feuer wieder. Sonst werde ich wütend, jawohl, und werde ich zusammentreten. Nee. So. Oh, ich habe irgendjemand gerade sein Bier gestohlen. Oh, ja. Aber das ist kein Bier, deswegen, nee, Kindesfahrer, da bin ich. Wurde ich mal vergewaltigt, dass ich eine Flasche. Das ist wirklich eine schöne Aussicht hier. Schön auf der Brücke, wie die letzten Affen. Das ist nur schon. Guck mal, der ganze Dreck, der da drin schwimmt. Nee. Guck dir das mal an, das ist einfach nur widerwärtig. So, wie gesagt, ich mach heute ein bisschen sachte. Haare? Der Eimer stand monatelang da rum, da habe ich immer die Flaschen reingeschmissen. Oh, ihr. Genau das. Wir brauchen mehr Haare. Wir brauchen weniger Huren. Schickt bitte mehr Nee, das stimmt nicht. Schickt bitte mehr Schamhaare. Das stimmt nicht. Was ist, na, dass wir weniger Huren brauchen. Alle Frauen Mimmelmann sind wertvoll. Was ist ein Mimmelmann? Oh, nee. Mimmelmann ist was für Simpsonfahrer. Da hab ich irgendwie. Bin ich heute mal ein Simpsonfahrer? Naja, bezweifle ich. Also lass es dir schmecken. Wenn es dir schmeckt, bist du ein Simpsonfahrer. Vorsicht, da hat der Führermensch sich für immer entstellt. Oh.
Das sind wir, oh, wenn wir so weitermachen. Ach, heilige Scheiße. Alter. Ist das geil? Alter. Junge, was zum. Das ist der Osten, das sind Ehrenmänner. Junge. Alter, was zum Teufel. Okay, dann. Nee, ich will hier so einen Fußballscheiß. Fußballscheiß. Boah. Hat dir der Mümmelmann geschmeckt? Ich beobachte gerade ja die Typen. Naja, der Mümmelmann, nee. Sehr gut. Aber es gibt Schlimmeres, Jägermeister ist schlimmer. Was machen die denn dort, Alter? Ich hab den Kampf vorbei. Nee, Junge, Max. Hast du gehört? Okay, hab ich ja gewusst. Das ist der Klassiker. Oh. Ein ostdeutscher Witz, da hängst du dich in das Gespräch rein wie ein Tauchsieder oder wie ein Teeboy. Das hat meine Mutter immer gesagt. Muss man den Männern sehr hoch anrechnen. Oh. Die fragen, was ist mit uns nicht stimmt. Ich glaube, die wollen sich kloppen, mit uns prügeln. Nein, die wollen nur Fahrräder vergleichen, aber ich habe meins gerade nicht mit. Ich nehme schon mal mein Feuerzeug in die Hand. Ich glaube, der Mann nähert sich. Ja. Oder? Ja, ja. Ich werde die Szene abbrechen und den Konflikt lösen. So, also das von eben waren Meth-User. Die waren sehr aggressiv, weil sie sich mit uns prügeln. Aber wir haben uns ein bisschen mit denen verbrüdert und die restlichen Kurzen mit denen gesoffen. Ja, ich habe jetzt hier noch meine Flasche. Ich habe mich nicht mit diesen Männern verbrüdert. Naja, kurzer ausgeben. Nein, ich habe mich nicht mit diesen Männern verbrüdert. Ja, aber du hast dich schon nicht mit denen geprügelt. Und es gibt ja nur entweder die verbrühren oder die ummauen. Na klar. Na, wie gesagt, das sind Meth-User. Na, ganz offensichtlich. Ja. Also, die waren völlig durch den Wind. Also. Entweder man freundet sich mit denen an oder man kämpft gegen die. Aber Kampf! Das Problem ist halt, dass man ja den dann hätte extra. Konzentrier dich da jetzt mal lieber auf die Frauen. Arme und Beine brechen müssen, damit die Hurensöhne sich nicht mehr bewegen. Der Backstage-Bereich. Macht uns auf! Ja, ja, wir sind hier im Club. Los, jetzt hier, macht das Brett auf! Ja, die müssen. Das ist der Geschäftsführer. Ach, die müssen aufmachen. Wir würden Franz und Chris. Die haben unser Getränk gemacht. Die machen einfach nicht auf. Der macht uns auf. Guten Abend, der Käfer hat gesagt, dass wir Franz und Chris hier finden und hier klopfen sollen. Das war, glaube ich, eine Fehlinformation. Das dachte ich mir schon. Der Franz kommt erst 22 Uhr. Wir haben hier nichts zu suchen. Richtig. Ich habe ich da gesagt. Wir wollen noch was saufen. Und Chris kommt, glaube ich, gar nicht, weil er eine kleine Muschi ist. Mare, echt die jetzt? Tür auf. Was für ein Schwanz. Mare, die Scheiß Tür. Lass da mal den, das ist der Chef. Der schmeißt hier gleich aus. Der soll die Tür aufmachen. Glaub ich nicht. Der falsche Schlüssel. Oh ne! Komm auch nicht rein! Das ist ja eh niemand Bock! Alter! Oh ne! Ei! Ja, ja, ja! Jetzt geht's los hier mit Wodka jetzt, der Supra-Fahrer legt nebenbei auf! Den Streuen brauchen wir nicht! Und 12 Pepis! Oh! Geil! Yo, Scheiße! Sorry, es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh nee, nee. Es tut mir leid. Warte mal. Ja, ja, ja. Ja, noch einen. Die holen mir noch einen. Das ist nicht der einzige. Das ist nicht der einzige. Den habe ich neu bekommen. Ich habe den gerade 3 Euro gegeben, weil ich die komplette Zitrone versaut habe. Das ist noch ein Pfeffi, den werde ich erstmal vorsaufen. Komm, wir saufen den vor. Nein, nein! Vorsaufen! Oder vorsaufen! Noch 5. Vorsaufen! Die sind schon bezahlt jetzt! Vorsaufen! Meine Oma! Meine Oma! Meine Oma! Meine Oma! Jawohl! Immer mehr Pfeffis! Immer mehr Pfeffis! Großer!
Meine Oma! Meine Oma! Meine Oma! Meine Oma! Danke! Meine Oma! Meine Oma! Der Superfahrer legt die ewig auf. Jawohl. Hast arbeitslose Scheusal verpasst. Habt ihr richtig analysiert, ich bin völlig fertig. So. Ich bin von unten, Alter. Hä? Will mich abgeschossen! Ja. Sonst tut mir leid, Leute, es kotzt sonst. Ja, der hat nicht mehr bekommen. Also nicht, dass er ausrastet. So. Der hat meine eigene Großmutter gevögelt. Was hat er gemacht? Der hat meine eigene Großmutter gevögelt. Als ob. Ja. Ernsthaft? Ja. What the fuck? Ja. Der kommt schon klar. Gut, das reicht. Da hast du genug für den drin. Alter, wie viel Wodki, Alter? Der hat meine eigene Großmutter gefickt. Er hat meine Großmutter...
Ja! Wodka, ey! Wodka, ey! Junge, das ist meine! Ich bezahl dir alles! Bezahle das! Nein, warte, Mann, das ich geb dir das Geld! Nee, ich geb dir das Geld! Jetzt reicht's! Ich geb dir das Geld! Warte! Ich geb dir ein Zwanni! Nimm ein Zwanni! Dafür krieg ich die Flasche! Das sind wahre Ehrenbrüder. Ich liebe dich. Ich hoffe, wir sind heute besoffen. Jawohl. Komm, sauf. Sauf mit mir. Was habt ihr gemacht, ihr Assis? Ich nehme den Zwanni doch. Weil meine ganze Energie ist alle. Ich habe bloß mit dem Zwanni geholt. Ja, was soll ich sagen? Die Security-Fotzen haben mich da aus dem Club gehauen, weil ich irgendwie Stress mit irgendwelchen Leuten angefangen habe. Aber das interessiert mich alles ein Scheißdreck. Ich bin jetzt hier zu Hause und fühle mich wohl. Und wenn die Fotzen mich aus dem Club hauen, dann geht's mir am Arsch vorbei. Scheiß auf die Techno-Mucke. Scheiß auf die Leute, alles kackegal. Hauptsache, man heult nie rum, wenn man rausgeworfen wird. Und man geht dann einfach nach Hause. Das ist das Geilste, was man machen kann, Alter. Ich. Also. Ich bin schon nach einer, keine Ahnung, halben oder dreiviertel Stunde. Ich habe noch immer leichten Sitzen. Es ist am helllichten Tag, am Sonntag. Ich habe gerade fast gekotzt, deswegen höre ich mich so ein bisschen.